in diesem Video. Sagt ein Schild alles, wird es eng, kauen wir rum und geht es bergab. Ja, bist gerade eben mal hier geschlossen, jetzt geht's weiter. Wir müssen zu Katja, irgendwo nach Mitteldeutschland. Bobby, hier gibt's nichts zu essen. Nix. Ah, doch. Ja, also, wir haben ja gerade schon offiziell Tschüss gesagt. Ne? Wir sagen jetzt nochmal kurz Tschüss. 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 War eine geile Zeit hier, hab's genossen. Ich durfte Bagger fahren und sonstige Dinge tun. Geil, gut gegessen, gut getrunken. Ganz lieben Dank euch allen. Und jetzt Abfahrt. Ciao. Starten der normalen Aufnahme. Oh, leck. Oh, leck. Jetzt haben wir den Stall gar nicht mehr abgerissen, ne? Ja. Nächstes Video. Das, wenn ihr das noch macht, musst du es filmen und mir schicken. Wenn das innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfindet, schneide ich das noch mit rein. Ja, ja. Reihe mal Kamera kennt. Ja, genau. Okay. Also, hey, mach's gut, erhol dich gut. Ja, danke. Ciao, Christian. I found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my god, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving in. I get fed up with the sink or swim. But oh my god, I'm falling hard for you. I keep on waiting for the hurricane to come and watch the magic that you brought away. Da sind wir angekommen bei Katja, haben sie gerade sogar noch angetroffen. 23 Uhr waren wir hier. Musste zwischendurch nochmal zwischenstoppen, hab mein Biotoy-Urin entsorgt und mir nochmal 1,5 Stunden hingelegt. Die letzte Nacht hatte es ziemlich in sich und so habe ich mich heute auch gefühlt. Und jetzt gehe ich pennen und morgen geht's hier weiter und wir gehen morgen aufs Wasser mit Katja. Da freue ich mich schon drauf. Wetter wird gut, also wenn ihr Bock habt, Badeanzug an, Badehose. Ach ne, wir gehen ja aufs Wasser, nicht ins Wasser, ne? Dann nehmt euch ein Boot mit. Wir sagen gute Nacht und bis in Kürze. Schönen guten Morgen. Da bin ich und da steht der Nugget von Katja. Ich gehe jetzt rein frühstücken und dann geht's hier weiter. Da geht's los, Frühstück ist rum, leckeren Gruyère-Käse gegessen. Sag mal hallo Katja. Hallo Katja. So, ein Büschli ist schon mal fertig hier. Ja. Kommt das hin, Garage? Ja, nee, das werfen wir hier rein. Paddel. Noch ein Büschli. Man kennt es. Mhm, das ist das, mit dem wir zuletzt auf Schnee unterwegs waren. Und damit man nicht in der Oka absaugen. Lebenswesten für den Co-Pilot und mich. Ja. Handbremse lösen ist immer wieder hilfreich. Jetzt wird er einfach zurückgelassen. Dann wollen wir mal paddeln gehen. Ich bin gespannt, ob einer absäuft. Willkommen in Braunschweig an der Oka. Wir checken mal kurz den Wasserstand, ob noch Wasser drin ist. Den Kopf einziehen. Oder? Kopf einziehen. Ja, das wird ja lustig also, werden. Machen wir keine Fehler. Sehr gut. Ui. Okay. Ja, das geht. Wir haben ja Tiefgang. Ganz schön braune Brühe, hä? Super klar, ja. Das ist nur das Licht. Ja, ja, genau. Nur das Licht. Wir sind ja hier nicht in der Schweiz, gell? Ich bin froh, dass wir überhaupt Wasser haben. Ich dachte, wir kommen hier in einen klaren Bergsee.
So, heute pumpen wir ein bisschen anders als letztes Mal. Wer sich erinnert, beim letzten Schneefall hat Katja einen großen Sack gehabt. Heute haben wir 12 Volt. Das ist irgendwie weniger stressig. So, wo das rein, kommt jetzt da unten in die EcoFlow rein. So. Neistecke. Musst du mal an? Ich versuch's mal. So, meine Zack. Staubsauger an hier, ne? Ja, das ist immer ein tolles Geräusch, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, vielleicht auch ein Stückchen machen. Das geht flott. Bewegt sich schon. Es lebt. Die Handpumpe. Für den letzten Druck. Man muss auch mal ein bisschen aufpassen, wenn es in der Sonne liegt, wird es schnell sehr prall. Im Wasser geht es dann wieder ein bisschen auf. Ja. Boot Nummer 2 wird klar gemacht. Das ist ein bisschen kleiner. Das ist das Boot von Katjas Mutter. Liebe Mutter, ich hoffe, wir saufen nicht ab. Ich würde mal sagen, wir sind parat. Katja hat noch ein Problem mit ihrer GoPro. Da haben wir ganz selten, ne? Drecks GoPro. Ja, das Einsteigen, da habe ich jetzt doch ein bisschen Respekt vor, ganz ehrlich. Ich kenne nämlich einen, den kennt ihr auch, der ist gekentert. Das sollte mir nicht jetzt passieren. So, als erstes wahrscheinlich mal das Boot ins Wasser, oder? Oder erst ich? Ja. Den Fuß zuerst. Mit den beiden Füßen zuerst und dann reinfuchst. Einfach mit dem Po reingleiten. Das hält? Ja, ja. Warte. Okay, wir sind drin. Gut, Leinen los. Soll ich bei dir auch festhalten oder dich reinschubsen? Ich glaube, das geht so. Du musst nur mal Platz machen. Du bist ja Pro. Das Boot hatte nämlich schon mal so ein kleines Löchlein. Ja, super. Ja, das sieht schon bei Katja deutlich eleganter aus. Aber sie hat auch das größere Boot. So, und jetzt das Wehr runter, oder? Hast gesagt. Genau. Und Schwimmwesten haben wir an. Und jetzt kommt die Brücke. Leute, wenn ihr auf dem Kopf sitzt, zieht den ein. Sonst macht's Rums. Oh Gott. Oh, so wäre das aber auch ganz entspannt, die ganze Zeit. Ich cruise mal an dir vorbei. Bist du auch auf dem Bild? Ja. Bin ich ja sonst nie. Sieht ein bisschen grusig aus von unten. Oh. 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 Komm hier schräg. Versenken. So, geschafft. Da sehen wir doch Tageslicht. Tja, wir sind hier mitten in der Stadt, Braunschweig, schon genannt, aber man fühlt sich so ein bisschen wie woanders, kriegst nichts mit hier von Lärm oder sonstigem, sehr gechillt, hinter einem paddelt Katja irgendwo, da, geil. Da. Es gibt ja auch Tretbrote. Und Flussstation, Floßstation. Hey, wisst ihr, ich hab's nicht so mit dem Deutsch. Die kann man mieten und dann wird man von bekifften Leuten über den Haufen gemäht. Habe ich mir sagen hören lassen. Das wird ja gerne mehr. Aber heute ist hier wenig los, wir haben irgendwie Sonntag oder so. Donnerstag wieder. Ach so, eben. Da fuhr gerade ein Zug, habt ihr gesehen? Hier fahren noch Züge. Ich glaube, es war eine Straßenbahn. Ich bin nicht betrunken. Wir haben keinerlei Alkohol seit 24 Stunden zu uns genommen. Weder ich noch der Kobelot. So, und die Katja, die schreibt gerade wieder an einem Buch. Das sind übrigens meine Füße hier, die sind auch dabei. Sagt Hallo zu meinen Füßen. Puschel ist heute nicht dabei, aber zur Hausklasse. Oh Gott, wo fahre ich eigentlich hin hier? Rückwärts ist immer so eine Sache. Häng gleich im Baum. Hui, eine Ente. Hallo. Ente, gut, alles gut. Jetzt kommen hier noch Wildtiere. Ah, Wahnsinn. Ein Autoscooter.
Konfrontationskurs. Los! So schon Krieg! Wolltest du dich mal von nahen fühlen? Das ist echt ein gechilltes Besuchen der Stadt Braunschweig. Man kriegt null mit, dass man irgendwie eine Großstadt ist. Wir sind gerade praktisch voll Downtown. Aber außer einem bisschen Verkehr und irgendeinem Boot, was uns da hinten folgt, ist nichts los. Echt schön. Sehr erholsam. Ich sehe da so was Gelbes hinter mir. Die gelbe Gefahr. Die Randalierer sind wieder hier. Ab und zu kommt da so ein gelbes Boot. Weiß auch nicht, was das ist und wer. Hey Katja, das bist ja du. Willst du das Boot deiner Mutter versenken? Oh, wir machen mal was anderes. Ich lass mich ziehen. Ich habe keinen Bock mehr. Katja zieht mich jetzt hier über den Fluss. Zwar ein bisschen ruppig, ihr seht, dass ja das Boot schwach. Ah, jetzt wird es besser. Katja muss noch ein bisschen üben, mich zu ziehen. Aber es ist gut. Ne? Abschleppen bin ich nicht. Ich auch nicht. Deswegen lasse ich mich abschleppen. Bei mir geht die Luft raus, deswegen. Oh, scheiße. Die Schnur ist ab. Wer hat den Knoten gemacht, Mann? Oh, Co-Pilot. Was ist los? Werden wir hier hilflos. Ja, ja. Ach, hol mal einer die Schnur wieder hoch. Brotzeit. Echtes schwedisches Brot. Das ist gar nicht knuspert. Mitten auf dem Wasser. Mhm. Echt geil hier. Macht richtig Spaß. Meinst du, wie viel Spaß das erst macht, wenn es ein bisschen fließt? Mhm. Von hinten. Dann hat sie mir vorhin gar nicht gesagt, wir sind gegen den Strom gestartet. Den Wahnsinnigen. Hat sie mir voll verschwiegen. Wahrscheinlich wäre ich dann gar nicht mitgekommen. Genau. Immerhin habe ich dir nach einem Drittel Bescheid gesagt, ob du umdrehen willst. Das war nett von mir. Ja, das war nett, ja. Hätte ich auch bei der Hälfte fragen können. Mhm. In was fahren wir jetzt hier eigentlich, Katja? In der Oka. Um Braunschweig rum. Nein, in was wir sitzen. In was wir sitzen? Okay. Packraft. Packraft von? Current Raft. Mhm. Sind die gut? Ich glaube schon, oder? Was meinst du? Ja, wir sind nicht abgesoffen, also können die was. Sind auch schon ein Jahr alt. Ich weiß nicht. Mhm. Sind immer noch nie abgesoffen. Hat sie mir auch verschwiegen. Das, in dem ich sitze, hatte schon mal ein kleines Loch. Scharfer Stein. Ein Mini-Mini-Loch. Kann man also flicken. Eine Kammer, kein Boden und echt sau bequem, kann man sie so richtig reinflätzen. Immer wie in der Badewanne, ne? Ja, genau. Sehr, sehr leicht und sehr stabil. Ja. Wiegt so, ich glaube, deins wiegt knapp über 2 Kilo, meins knapp unter 3. Schon saugut. Mal einen Rucksack packen, rumwandern. Ja. Fahrrad drauf mitnehmen. Genau. Guck mal, irgendwie. Irgendwas läuft aber falsch, oder? Das muss der Wind sein. Wir strömen gegen die Strömung. Scheiße. So, wenn ihr dieses Schild seht, Achtung, starke Wehrströmung, rechts halten, dann wisst ihr, was gleich passiert. Wir machen dann hier mal den Untergang. So, da müssen wir jetzt rechts dahin, wo Katja entlang dümpelt. Super. Dann viel Glück. Ja. Sauf nicht ab. Ich warte mal. Also jawohl. Vater, schier gekentert, konnte gar nicht fliegen, so hat es geschwankt.
So, da sind wir gerade runter. Fischtrepp, komme vor wie ein Fisch. Bin auch leicht nass geworden. Mein erster Wildwassereinsatz. Und nicht gekentert. Super. Ich kämpfe mit der Kamera und dem Paddel und dem geradeauslauf. Katja meint, wir sind da. Das sah vorhin aber irgendwie anders aus. Ist ja ganz komisch. Zottel ist hier auch nicht. Wir müssen nämlich noch laufen. Wir sind nämlich hinterm Wehr und müssen vors Wehr. Hoffentlich ist da nicht noch irgendwo ein Werwolf. Ich muss jetzt hier mal aus dem Wasser. Und irgendeiner muss das filmen, falls einer absäuft. So, möchte ich mal festhalten. Na gut. Alter Profi. Aber heimlich geübt. Dass ich das die Schuhe nicht ins Wasser fällt. Ich finde das gewohnt. Super. Super, hä? Alter Pro. So, jetzt würde ich sagen. Trägt Katja alles zum Auto. Genau. Geil war's. Ja. Spaß, ne? So, ihr könnt jetzt baden gehen. Ich schmeiß das scheiß Ding in da rein. Und jetzt geht alles wieder retour. Die Luft muss raus. Katja hat schon alle Luft verloren. Und meins wird jetzt noch abgepumpt. Mit Pumpe geht es ruckzuck. Und am Ende wird es eine Wurst. Kannst du auch noch ein kleines Paket machen oder so für das Fahrrad hin? Ja, super handlich. Kann man aufs Fahrrad packen so oder sich auf den Rücken schnallen. Das Paket. Ja, wiegt nichts. Und dann wird gerollt. Oh, ich könnte ich auch mal wieder machen. Vietnamesische Frühlingsrollen. Die hat er schon ewig nicht mehr. Zurück bei Katja. Wir hatten eine richtig coole Paddeltour, habt ihr gesehen. Und jetzt gibt's Abendessen. Lecker Steak. Gefilmt wird das aber leider nicht. Super Abendessen und einen leckeren Nachtisch später, der irgendwie leer ist jetzt. Mal sehen, was da passiert ist. Gehe ich jetzt mal pennen. Morgen ist Ende der Woche irgendwie und wir fahren weiter. Jetzt wird aber erstmal geschlafen. Gute Nacht und bis morgen.